I can escape this room. Shackles is holding me down. I'm trying but don't hear a sound. I'm nervous, I'm drowning right now. So you came and pull me around with you. So Jungs, heute mal endlich wieder ein Install am E46. Und zwar nicht so was Kleines, sondern ein bisschen was Größeres. Ich habe eine Sportlippe geordert. Und ich würde sagen, die packen wir erstmal aus und gucken, wie das Ganze am Auto fittet. So Jungs, das Ganze hier ist eine Pappsportlippe, die kommt vorne ans Auto. Ihr seht, die ist in dieser rauen Optik. Ich wollte die eigentlich in Glanz haben, aber ich glaube, in Glanz geht die bei einem schwarzen Auto relativ schnell unter und ich glaube, die kriegt auch relativ schnell Macken. Deswegen habe ich das hier genommen, ist glaube ich ein bisschen robuster. Jungs, interessant ist auf jeden Fall, dass das ganze Ding eine ABE hat und dass alles damit drin ist. Also müsst ihr euch um nichts kümmern, außer ihr habt schon was verändert am Auto, dann müsst ihr die natürlich eintragen, aber ne, wir tragen die dann alles insgesamt ein, wenn wir mit dem Wagen fertig sind, dann werden wir komplett einmal eintragen. Also keine Hektik. The silence. You say your words through all your chords behind your violin. I couldn't see no color, only black and white. But you know how happy was a big one. The silence. You say your words through all your chords behind your violin. I couldn't see no color, only black and white. The best thing that had happened was the day you lied. In April. In So Jungs, die Leiste ist dran. Ich glaube, ich habe in diesem Video echt nicht viel geredet, aber ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal, wenn man was anbaut, dann redet man nicht viel. Fitment ist 10 aus 10, ist richtig gut, passt richtig top. Ich habe bloß noch ein kleines Problem, das zeige ich euch jetzt. Man sieht hier, wenn man von oben steil reinguckt, noch ein bisschen so dieses Spiegelklebeband, dieses M3-Tape. Aber ansonsten passt das Ganze wirklich sehr gut und das ist auch anders fest. Also wenn das abfliegt, fliegt die ganze Frontschürze mit ab. Der Wagen ist tatsächlich jetzt auch gar nicht tiefer, weil der hat ja diese Radkästen, diese Innenverkleidung und die war genauso tief wie diese Lippe jetzt. Also alles okay, ABE ist ja dabei, also alles entspannt. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, finde ich. Könnt ihr mir mal eure Kommentare dazu reinschreiben. Ich finde, sieht richtig geil aus. Schreibt mir eure Meinung ruhig mal unten rein. Das schon Mod, den wollte ich schon mega lange machen, aber ich hatte nie Zeit und fand das Ganze auch ein bisschen teuer, weil die Lippe kostet überall auf eBay 129 Euro und da hatte ich echt gar keinen Turn drauf, die zu bezahlen. Ich habe das Ganze jetzt für 80 oder so geholt, dann finde ich, geht das noch klar. Es ist halt Plastik so, ne? Aber ist okay, passt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt vom E46 Bild, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video rein. Ciao. Ich sag's euch nicht, aber Marvin hat ein Album.